So, die Geldfrau. Live auf Insta, Freitagabend. Die Tasse Tee ist angerichtet, und ich warte auf euch. Ich grüße euch. Gestern hatten wir ja Versicherungen, ne? Welche Versicherungen ihr wirklich braucht, ein dröges Thema. Heute habe ich ein ganz anderes Thema, über das ich ja, euch zumindest näher bringen möchte. Und zwar ein emotionales Thema. Ihr wisst ja vielleicht, dass Geld immer etwas mit uns zu tun hat. Und wenn ihr es noch nicht wisst, ich hoffe, ihr versteht mich gut, wenn ihr es noch nicht wisst, dann kann ich euch sagen, es ist so. Geld hat immer etwas mit uns zu tun. Geld ist ein extrem emotionales Thema. Das wisst ihr, rein intuitiv wisst ihr das. Wenn wir über Geld reden, wenn wir mit Geld umgehen, zeigt das immer etwas, wie unsere Gefühlswelt auch ist. Und wir sind nun mal so. Wir Menschen sind jetzt Menschen. Wir beurteilen alles emotional. Wir können aber natürlich unsere Ratio darüber schalten. Wenn wir die trainiert haben, wenn wir über viele Dinge Bescheid wissen, dann können wir die Ratio über unsere Gefühle drüber schalten. Hallo, no perfectionista. Hallo, ich winke dir auch zu. Wir können also den Verstand über unsere Gefühle bis zu einem gewissen Grad schalten, und das ist bei Finanzdingen auch extrem wichtig, gerade wenn ihr anlegen wollt an den Börsen, zum Beispiel über ETFs, aber auch in Einzelinvestments, Einzelaktien, müsst ihr verstanden haben, dass eure Emotionen eure Entscheidungen massiv beeinflussen. Und das ist auch so, wenn wir mit Geld umgehen, jeden Tag. Und ihr kennt mit Sicherheit den Satz: Ich gönne mir jetzt was. Ich habe mir das jetzt verdient. Ich kaufe mir jetzt diese whatever. Ich weiß nicht. Schreibt mir doch gerne mal in den Kommentar rein, was ihr so gerne sagt: Ich gönne mir was. Bei mir ist das manchmal so, ich gönne mir tatsächlich manchmal so einen völlig überteuerten Kaffee hier bei meiner Brewery, heißen die ja, Kaffeeladen, kann man auch sagen, um die Ecke. Das mache ich aber nur einmal in der Woche, meistens freitags, manchmal aber auch Montag, das kommt drauf an. Das mache ich aber, wie gesagt, nur einmal, weil ich es überteuert finde, und ich kann auch super Kaffee kochen, aber es ist für mich so, ja, es ist einfach schön. Ich genieße das dann auch wirklich, diesen Kaffee, und es ist wunderbar. Mit was belohnst du dich? Schreib mir ruhig mal ein Stichwort rein, ein Satz oder ein Wort, reicht mir schon. Aber dieses "Ich gönne mir was" ist absolut legitim, sich selber was Gutes zu tun. Aber, und jetzt kommt ein Aber von mir, es ist nicht mehr in Ordnung, oder zumindest es führt zu Problemen, sagen wir es mal so, es führt zu Problemen, wenn ihr damit eure Konten überzieht. Wenn ihr damit eure Konten überzieht und wenn ihr dann sagt, es ist kein Geld da zum Sparen, zum Investieren für dich später, für die Rente oder auch um Rücklagen zu bilden, dann kriegt es eine problematische Dimension. So, ich guck mal, was ihr geschrieben habt. Eine viel zu teure Tasche. Ja. Ja, das ist was gönnen. Wenn du das einmal machst und du keinen Kredit dafür aufnimmst, ist das okay. Wenn du aber jetzt ehrlich gesagt jeden Monat so eine teure Tasche haben musst und du verdienst keine 10.000 Euro, dann wird es kompliziert. Und selbst wenn du 10.000 Euro verdienst, das ist immer noch die Frage, warum? Und genau das ist nämlich, worüber ich mit euch reden möchte. Eine Thai-Massage, sagt Jutta. Ja, okay, das ist schön. Das lockert auch die Muskulatur. Essen, ja, Essen, Leo, ist für viele ein großes Belohnungssystem. Ich gönne mir das. Wenn es jeden Tag ist oder jede Woche mehrfach größere Essen, ich meine, hier in Hamburg bist du mal für einen Restaurantbesuch locker 30, 40 Euro, allein 50 Euro los. Und das geht natürlich total ins Geld. Ich habe mir ein Klavier gegönnt. Okay, gut. Das machst du ja auch nicht jede Woche. Das ist ja fast schon ein Investitionsgegenstand. Okay, also ich gönne mir was. Ich habe mir das verdient. Es gibt mehrere Probleme dahinter. Ein Problem ist, dass ihr euer Belohnungssystem damit ansprecht im Gehirn. Und dieses Belohnungssystem im Gehirn, das nutzt sich ab mit der Zeit. Natalie liebt Wolle. Da kann man auch sein Geld lassen. In der Tat, das stimmt. Da sage ich immer, erstmal die alten Sachen aufbrauchen. Ich liebe auch Wolle, aber erstmal die alten Sachen aufbrauchen, weil du stopfst deine Wohnung zu und du gibst wahnsinnig viel Geld aus. Aber ich glaube, Nathalie, das weißt du selber schon. Also, dieses Belohnungssystem im Gehirn nutzt sich ab.
Wir Menschen sind einfach so gestrickt, wenn das Belohnungssystem, diese Gewinne, die wir haben, das vergisst unser Gehirn unglaublich schnell. Was es nicht schnell vergisst, sind Schmerzen. An Schmerzen erinnern wir uns Jahre und Jahrzehnte lang. An Gewinne oder an etwas, womit wir uns belohnt haben oder jemand anders uns belohnt haben, vergessen wir relativ schnell. Überlegt mal. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir dieses System oder wenn wir uns belohnen und dieses Areal im Gehirn aktiviert sich, dann will das auch immer mehr. Süchtige kennen das, die brauchen immer noch einen neuen Kick, immer noch einen neuen Kick. Und so ähnlich ist das auch, wenn wir häufig sagen oder relativ häufig sagen, ich gönne mir das das steht mir jetzt zu oder ich habe mir das verdient. Ich bin jetzt keine Psychologin, aber ich finde das ein super interessantes Thema, habe dazu auch einiges gelesen und wenn das für euch ein Problem ist, beschäftigt euch unbedingt damit. Also, wir haben ja, woher entsteht das? Das hat natürlich eine Geschichte. Ihr kommt ja nicht so auf die Welt und sagt, ich gönne mir jetzt was oder ich habe mir das verdient. Nein, das entwickelt sich und das ist in eurer ganzen Biografie begründet. Wir haben ja so vier Grundbedürfnisse, ne? Wir haben Grundbedürfnis nach Liebe, nach Nahrung, nach Anerkennung und natürlich Sicherheit. Das spielt beim Geld natürlich auch eine ganz große Rolle. Und man könnte das ja übersetzen, wenn man jetzt sagt, ich gönne mir das was, ich erkenne etwas in mir an. Ne? Wo ich dann fragen würde, warum gönnst du dir das eigentlich? Was löst es in dir aus? Welche Lücke schließt es vielleicht? Warum muss es dieses Stück sein, das du dir gönnst? Was verbindest du damit? Was macht es Positives in dir und wie sieht es aus, wenn du eine Woche später drauf guckst? Hat sich da was verändert? Wenn ihr häufiger diesen Satz sagt, fragt euch doch mal. Oder ihr jemanden kennt, fragt euch das doch mal. Oder auch dieses, das habe ich mir verdient. Ne? Da könnte man natürlich auch fragen, ja, Nikolai, danke. Da könnte man natürlich auch fragen, das habe ich mir verdient. Was habe ich mir genau verdient? Und warum habe ich es mir verdient? Womit habe ich es mir verdient? Was könnte vielleicht mich stattdessen froh machen? Es kann ja sein, dass zum Beispiel ihr in eurer Kindheit oder jemand kennt, der das auch häufiger sagt und das auch tut. Wenn du zum Beispiel als Frau gesagt bekommen hast, ach, schön sein reicht, du musst ja nichts im Kopf haben. Ich kenne einige Freundinnen und Bekannte, da haben die Väter tatsächlich sowas gesagt. Da kann das natürlich eine Kompensation sein, zu sagen, ich habe mir das verdient, weil ich eben mehr bin als schön. Ne? Und oder wenn jemand oder der Vater oder die Mutter mal häufiger gesagt haben oder der Opa, du kannst das nicht oder du bist ein Nichts. Ne? Sowas sagen ja Eltern durchaus auch zu Kindern, immer noch, dann kann das so eine Kompensation sein, wenn wir jetzt erwachsen sind, unser eigenes Geld haben und dann eben sagen, nee, du kannst mich mal, ich bin natürlich was und ich gönne mir das jetzt und ich habe mir das verdient, weil ich nämlich tatsächlich etwas bin und ich bin kein Nichts. Die Zusammenhänge sind da sehr komplex oder sind komplex. Wir können das aber tatsächlich aufknacken, alleine indem wir dem einfach mal hinterher spüren und hinterherfragen. Ne, von wem könnte ich oder wenn ich sage, ich habe mir das jetzt verdient oder ich gönne mir das, wer könnte mir vielleicht auch dieses Gefühl geben, dass ich mich dann gut fühle, zumindest in dem Moment. Ne? Wie würde sich das anfühlen, wenn mir jemand anders diese Anerkennung gibt oder dieses, ja, du hast es dir verdient, gibt. Ne? Das sind total spannende Fragen, die ich euch einfach ans Herz legen möchte. Denn wir alle möchten Anerkennung haben und manchmal fehlt uns tatsächlich auch die Anerkennung von unseren Kollegen oder von unseren Männern oder von unseren Kindern oder was weiß ich, von unseren Eltern. In vielerlei Hinsicht. Ne? Okay. Wenn ihr jemanden kennt, der so drauf ist oder der sich dadurch hoch verschuldet hat, dann wird das nämlich wirklich kompliziert und dann ist es auch wichtig, sich diesen Fragen zu stellen. Ne? Wenn ihr euch häufiger was gönnt,
und kein Geld zum Sparen deswegen hat, unter anderem, dann geht mal daran. Dann würde ich euch sagen, schreibt mal auf oder schreibt mal auf, wenn ihr das häufiger denkt, wann ihr das denkt und wie oft ihr das denkt und was ihr dann dafür ausgibt und wie viel ihr dafür ausgibt, damit ihr einfach mal die Summen zusammen seht. Ne? Sehen, sichtbar machen ist immer total wichtig. Ah, warte mal, Nicola, als Kind oder Jugendlicher denken diese jedoch anders, eben anders. Ja, als Jugendliche, das kann sein. Ja, das ist auch so, weil Kinder, dieses Ich gönn mir was hat, da hast du ganz recht, Nikolas, im übertragenen Sinne, dieses Ich gönn mir was oder ich habe mir was verdient, das ist ein kindliches Verhalten, das ist kein erwachsenes Verhalten. Das ist eine sofortige Bedürfnisbefriedigung oder eben eine Befriedigung eines Bedürfnisses mit etwas anderem. Es gibt ja diesen Test, wo man Kindern, ich glaube, es waren Marshmallows hingelegt hat, ne? Und drei Marshmallow, ein Marshmallow. Und wenn die Kinder irgendwie 3 Minuten gewartet haben oder so, dann haben sie noch ein Marshmallow bekommen. Ich weiß nicht, ob es Marshmallows waren, ich glaube. Und einige Kinder haben dieses Marshmallow sofort aufgegessen. Das war die absolut kindliche Variante. Es gab aber auch Kinder, die haben gewartet. Die sind fast verrückt geworden, aber die haben gewartet und haben das zweite noch bekommen, weil sie durchgehalten haben. Die haben in der Regel auch später, es gab dann Tests, die haben in der Regel später auch einen besseren Umgang mit Geld, weil sie eben nicht ständig und sofort ihre Bedürfnisse befriedigen. Ja, es ist ein nicht wirklich erwachsener Umgang quasi mit Geld, wenn man es übertreibt. Ne? Ich meine jetzt nicht mal das Kleine, sondern wenn man es übertreibt. Mehr Umgang mit Geld mehr prägt. Ja, auch das. Oh, wartet mal, jetzt habe ich euch weggeklickt. Wie kann man sich helfen? Ja, Tosia. Es waren Marshmallows, ja super, danke. Wie kann man sich helfen? Ja, also ich würde sagen, indem du dich beobachtest und am besten irgendwo notierst, wie oft du das tust, was du tust, also quasi so ein kleines Tagebuch schreiben, du kannst es auch einfach in dein Handy reintippen und wie viel du dafür ausgibst und, wenn du es natürlich noch weiterspinnen möchtest, wie du dich fühlst dabei und wie es in einer Woche aussieht mit dem, was du da getan hast. Und ob diese Summen, die du dabei ausgibst, dich in deiner Existenz irgendwie beeinflussen oder ne, dich in deiner Existenz beeinflussen. Das, denke ich, ist so ein erster Schritt. Und das löst dann automatisch Fragen aus. Fragen aus, warum mache ich das eigentlich? Gibt es etwas anderes, was mir vielleicht auch dieses positive Gefühl geben könnte? Ich glaube, das stellt sich dann automatisch ein. Oder du gehst natürlich, wenn es ganz schlimm ist, zu einer Gesprächstherapie. Das geht auch. Oder du kaufst dir ein Buch, zum Beispiel von Petra Bock. Das ist ein Life-Coach aus Berlin. Die ist super toll, die hat ein klasse Buch geschrieben. Nimm das Geld und freu dich dran, heißt es, glaube ich. Das ist ein ganz klasse Buch zu diesem Thema, zum Thema Geldumgang, zum Thema Glaubenssätze. Wie stehe ich zu Geld? Wie gehe ich mit Geld um? Genau, welche Haltung habe ich zu Geld? Ne? Petra Bock ist eine absolute Leseempfehlung. Okay, was wollte ich noch mitgeben? Genau, übernimm Verantwortung für dich und dein Geld. Dieses Ich gönne mir was und ich habe mir das verdient. Wenn es eine gewisse Falltiefe hat, dann hat es etwas Kindliches im Umgang. Okay, ich danke euch. Es war halt ein bisschen schwieriges Thema, aber ich dachte irgendwie, ich muss da mal drüber reden, weil mir das immer wieder über den Weg läuft. Weil auch doch viele diesen Bedürfnissen schnell nachgeben, ohne dann nochmal drüber nachzudenken, warum, wieso, weshalb eigentlich. Na, ich weiß, wir sind total umgeben von Konsum, Konsum, Konsum. Wir werden ja wirklich bombardiert mit Werbung. Gib mir aus, gib mir aus, gib mir aus. An jeder Ecke gibt es alles Mögliche zu kaufen. An Snacks, an Essen. Also unsere Grundbedürfnisse, die werden ja überall wirklich an jeder Ecke vollgeschüttet mit Reizen. Euch da zu emanzipieren davon, das ist ein Prozess, definitiv. Und dieses darüber nachdenken, allein schon mit so kleinen Sätzen, ich gönne mir was, wieso gönne ich mir das jetzt, wieso brauche ich das jetzt und so weiter, das setzt vieles in Gang und dann könnt ihr euch echt so ein bisschen rausmanövrieren aus diesen ganzen
aus diesen ganzen, wie soll ich sagen, aus diesem Druck. Ich empfinde das manchmal auch als Druck. Solche Fragen können Prozesse in Gang setzen und ihr werdet merken, das verändert was bei euch. Und ihr kommt dann einfach, das ist auch so ein Puzzlestein zu ganz vielen, um euren um Kontrolle über euer Geld zu haben und gut zu euch zu sein. Denn wenn ihr euch gut um euer Geld kümmert, das wisst ihr, dann kümmert ihr euch auch gut um euch. Das hängt alles mit allem zusammen. Okay? Also, vielleicht war es heute ein bisschen chaotisch, aber das gehört irgendwie auch dazu. Ja, danke für euer Lob. Kann man die letzten Live-Videos sehen? Ja, Antonia, die könnt ihr sehen. Die könnt ihr sehen. Und zwar werden die bald auf meiner Website geldfrau.de auf dem Blog erscheinen. Im Moment gerade nicht, weil der Blog einem größeren Update unterzogen wird, einem technischen Update im Hintergrund. Deshalb kann ich es im Moment noch nicht veröffentlichen. Aber ich denke, Ende der nächsten Woche werden die ersten Videos zu sehen sein und am Monatsende werden alle auf der Geldfrau-Seite erscheinen. Das sage ich euch aber dann auch nochmal auf Instagram. Dann könnt ihr sie alle nochmal nachsehen, okay? Ich muss zugeben, sagt Nikolas, es ist so verdammt schwer, sich etwas nicht zu gönnen. Dann frag dich, warum ist es so schwer? Warum fällt es dir so schwer? Was hält dich zurück? Genau, geh dem hinterher. Gutes Thema, super. Ja, ich freue mich. Fragt euch, wisst ihr, Fragen sind immer total super spannend, sie sich selber zu stellen. Wenn du sowas eben raushaust, Nikolas, ne? Es ist schwer, verdammt schwer. Was ist da so verdammt schwer? Und dann hinterhergehen, immer mehr die Sachen entwickeln. Okay? Also, ich wünsche euch auch schönes Wochenende. Ich danke dir. Ja, ich danke euch. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder am Montag, nächsten Montag, in neuer Frische und dann wieder von meiner Couch auf eine Tasse abendlichen Tee mit der Geldfrau. Macht's euch schön. Bis bald. Ciao, ciao.